Willkommen zurück bei Elden Ring. Es ist genau 16 Uhr an einem wunderschönen Sonntag. Es ist, ja, ich würde sagen, gestern war das Wetter noch schöner. Es ist jetzt der 7.4. Gestern war wirklich fantastischer Sonnenschein und ach, ich war gestern ja auf Fahrradfahren, habt ihr ja gesehen im letzten Stream. Und ja, jetzt ist es immer noch 24 Grad draußen. Das sind die ersten zwei Tage. Es gab, glaube ich, schon mal einen Tag, wo es schön, bei dem es schön war. Aber es ist wirklich zwar sehr diesig gerade draußen, kein Sonnenschein, kein blauer Himmel, sondern so Dunst. Aber es ist trotzdem schön. Ach ja, ach ja. So, ich war schon draußen, habe schon das Wetter genossen, jetzt ist 16 Uhr und das ist auch perfekte Zeit, um ein bisschen Elden Ring zu spielen, oder? Dieses Video, Ziel ist es, Laendell zu erkunden. Ne? Also abzuschließen, weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Was war das denn jetzt? Ach toll, jetzt sind wir... Ja, von meinem Mikrofonarm. Ja, ja, vom Knicken. Ja, 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 ich weiß schon. Ja, wir schauen mal. Also, Laendell ist natürlich das größte Gebiet, wie Sturmschleier, eben so eine Art Dungeon-Gebiet, das wir erkunden müssen, können, sollten, müssen, werden. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Aber grob sollte in diesem Video der Großteil der Stadt erkundet werden. Wir haben natürlich auch noch die... Kanalisation, wo sich hier auch der Dung-Eater befindet. Denkt dran, der hat ja gesagt, befreit mich, damit ich eure Leiche schänden kann. Klar, hört sich ja gut an. Wir gehen mal rein in die gute Stadt. Ja, wir warten mal bis Tag. Und dann gehen wir rein da, rein da, rein da, rein da, bis zum Morgen. Wir haben ja schon mal grob reingeschnuppert, wir waren ja schon mal bei der Götterbrücke und wir waren auch schon mal hier. Den Ort kennen wir ja schon, da haben wir mit Bock ja auch schon die Aufgabenreihe gemacht und so weiter und so fort. Das ist geil. Rein in die gute Stube und ab nach oben. Ich kann mich erschreckend schlecht an Laendell erinnern. Haben wir irgendwie noch eine Hose, die farblich besser passt? Nee. Nee. Ja, könnte man machen, ne? So, also Laendell ist wunderschön. Und der Soundtrack auch. Ich kann mich noch düster erinnern, dass wir zwei, drei Kämpfe bekommen. Die werden knackig und hart. Aber ansonsten... Ach, es wird toll. Und wie man sieht, dass der Erdenbaum so zerfällt. Ein bisschen. Und da geht's rein. Da müssen wir hin. Ihr wisst ja, was die Fingerleserinnen gesagt haben. Wir müssen zum Fuße des Erdenbaums und dort dann den Platz des Eldenfürsten einfordern. Dafür haben wir ja inzwischen drei große Runen. Wir haben die von Godric, Herr von Sturmschleier, Radahn, ne, hier, ihr wisst schon, und Renala. Wir haben sogar schon drei große Runen. Von denen haben wir nur einen aktiviert, aber wir haben theoretisch drei. Wir können auch eigentlich die Wolf-Rüstung nochmal anziehen, oder? Ist auch cool. Wie ist die von den Werten her? Schlechter. Wiegt aber auch weniger. Haben wir natürlich keinen coolen Umhang, ne? Die Hose gehört dazu. Blutiger Wolf. Auch cool. So, und hier haben wir damals den guten Bock wieder getroffen. Wenn wir die Rüstung mal ändern, dann haben wir diesen riesen Umhang, ne?
Können wir auch machen. Oh ja. Leyndell, königliche Hauptstadt. Und da haben wir den Drachen. Ich glaube, ich habe die Waffe weggepackt, ne? Die uns etwas über ihn verrät. Ja, die bekommen wir aber auch nochmal. Das ist ja der Drache, der Leyndell angegriffen hat. Das einzige Mal, dass die Mauer überwunden wurde. Und er hat sie hier mit seinem riesigen Speer angegriffen. Und wurde aber besiegt. Und danach hat sich ja dann Godwin the Golden mit Fortisax verbündet. Und die wurden Gefährten. Ja, und dieser Drache hier hat einfach die Stadt angegriffen. So, jetzt haben wir hier diese komischen Typen, die flöten zu Ehren des Erdenbaums. Fragt nicht. Fragt einfach nicht. Das ist, glaube ich, nachher ein Shortcut, ne? Und tatsächlich ist die Stadt wirklich größtenteils begehbar. Also die ganzen Straßen da unten. Ich weiß den Kontext nicht mehr von denen. Oh, geil mit dem Drachen, ne? Ja, und auch da kommen wir noch hin. Es ist verrückt. Ja, frag nicht. Frag nicht. Frag nicht. Goldene Rune 10. Oh, das ist gut. Hm? Rollst du denn hier durch die Gegend? Ja, Gargoyle, nee. So, hier kann man auch schon runterspringen, ne? Auf die Dächer. Aha, auch schön. Zack. So eine Art Kräutermischladen. Aber die Rüstung gefällt mir irgendwie nicht. Von der Stimmung her, die ist mir auch zu... Ah, wir nehmen wieder die. Was soll ich machen? Die ist so ein bisschen schlanker. Ich mag dieses sehr breite Design. Ich vor allem nicht für unser dynamisches Gameplay. Ich versuche jetzt so ein bisschen hier... Okay, und hier war so eine Kräuterstube. Hier wurden vielleicht Arzneimittel gemacht. Oder hier wurden diese Giftbolzen gemacht, die ja bei der Belagerung verschossen wurden. Das kann natürlich auch sein. Höhlenmoos. Aufzug. Oh. Ja, ich bin misstrauisch. Oh, wie krass hier alles aussieht, ne? Diese ganzen Wandvertäfelungen. No! Ah, echt krass, wie schnell die Akkus leer gehen von den PlayStation-Controllern. Mhm. Aha. Parfümflasche. Wie sieht's eigentlich damit aus? Da gibt's doch bestimmt auch eine Höchstgrenze, oder? 9 von 10.
Fluch des Saatbeets, das haben wir schon zwei davon, oder? Also erneut eine Leiche, die vom Dung-Eater geschändet wurde. Schön. So geil. Ah, ich bin so gespannt auf Shadow of the Erdtree, ne? Ich bin gespannt. So. Schön Blutungsschaden, geil. Goldener Großschild, okay. Oh mein Gott. Okay. Okay, stopp. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ganz schlechte Position gerade. Nochmal heilen. Sicherheitshalber. Wir warten mal. Eins. Zwei. Drei. Eieiei, okay. Goldene Rune. Ist wahrscheinlich sehr düster, ne? Im Video nachher oder im Livestream. Ach Gott. Versteinert oder was? Ausgetrocknet. Wärmender Stahl. Okay, jetzt sind wir schon hier auf der Straße. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, über die Dächer zu gehen. Da gibt es dann natürlich auch nochmal Loot, den wir finden können. Müssen wir dann auch nochmal machen. Okay. Und die Tür ist jetzt so versiegelt mit Baumharz. Das werden wir häufiger sehen, dass wir in Türen nicht reinkommen, weil, ja, die Türen zu sind. So. Ich sehe dich da oben. Perfekter Moment, um den Bogen wieder auszurüsten. Zack. Und natürlich die Pfeile. Ist aber krass, weil die FPs jetzt keine Funktion mehr haben, ne? Dadurch, dass ich ja keine Spezialangriffe mehr benutze. Blutungsschaden, ey. Den Dell-Ritterhelm.
Und hier auch wieder Baumharz. Baumharz, Baumharz, Baumharz. Ich weiß... Junge, Junge. Ich weiß noch, dass ich damals sehr lange festhing, bis ich den Weg gefunden habe, wie man von Laendale aus weiterkommt. Diesmal weiß ich's. Glaube ich. Noch. Was wollte ich gucken? Den Ritterhelm wollte ich mir angucken. Ein Helm der Ritter, die treu bis in den Tod die königliche Hauptstadt Laendale beschützen. Die goldene Baumkrone zeigt, dass sein Träger zu den Wächtern des Baums selbst zählt. Hm. The Earth Tree. Ist das schon die große Brücke hier? Ach, scheiße. Ist hier keine Schatztruhe drauf? Ne. Ich bin mal so frei, ja? In weiser Voraussicht. Hm, mittlere Last, okay. Sprungangriffe kann weg. Ist das Blitz oder ist das Heiligschaden? Ist das, ne? Nicht? Dann in der anderen Richtung. Hier kommt irgendwo ein Baumavatar. Das weiß ich. Ganz sicher. Jetzt kommt die Ecke mit dem Sand. Ja, 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 ja. Ja. Nee. Da gehen wir später weiter. Der Weg führt dann hier rum und dann theoretisch zum Berggipfel der Riesen. Okay, man kann also wirklich auch Laendale einfach verlassen. Das ist krass. Man muss gar nicht durch. Ach, guck mal, da müssen wir nochmal Glaube skillen, dass wir auch wieder gegen die noch einen Instant-Kill machen. Oh Gott. Zwei? Das ist nur normaler. Okay, stopp. Okay, voll düster hier. Das waren viele, unerwartet viele auf einmal. Die Seitenstraßen hier, da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Baumharz. Wichtelkopf-Leiche. Na Gott sei Dank haben wir den gefunden. Kopfschutz hergestellt aus dem veränderten Kopf eines Wichtelgolems. Erinnert an das Antlitz einer Leiche und birgt Spuren eines vergessenen Glaubens. Glaube plus zwei. Ja, aber ich bin mir sicher, hier war irgendwo so ein Baumavatar. Das gibt's doch nicht. Okay, hier geht's jetzt auch lang. Aha. War hier nicht irgendwo ein Ort der Gnade oder so? Ach, scheiße. Am Ende des Aufzugs ist ein Ort der Gnade, richtig?
Ja, also ein Schmelztiegelritter muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ohne vorher... Oh Gott. Ja, geil. Aua. Nein, kein Interesse. Ja, das ist ja die Kanalisation da unten, richtig? Eieiei, das ist aber auch wieder hier wild von der Orientierung her. So, hier geht's. Aufs Dach. Das bringt mir natürlich die Möglichkeit, gewisse Items zu holen. Maybe. Ah, hier kommen jetzt überall Typen. Nicht mit mir. Hier sind wieder diese Leichenberge, ne? Ich will nicht wissen, was hier passiert ist. Steinschwertschlüssel, okay. Mhm. Oh Gott. Okay, okay, ja, erst hoch, erst hoch. Alter. Also ich habe null Blitzabwehr. So, jetzt aber. Ja, das war richtig schlecht. Okay. Mehr ist hier nicht. Ich suche eigentlich einen Ort der Gnade, ne? Ja, mit Pfeil und Bogen und Giftpfeil. Ich weiß nicht, ob Gift bei dem viel bringt, aber...
Vergiftet ist er schon mal. Aha. Ja, das ist aber auch ein Gegner, also da gehe ich auch nur ungern rein in den Nahkampf oder generell. Die sehen halt aus, als wären diese Erdenbaumbegräbnisse lebendig geworden, ne? Was die für Leben haben, ne? Guck mal, 8000. Davon werden wir auch noch mehrere hier in der Stadt treffen, glaube ich. Goldene Saat, dankeschön. Sehr nett. Warum ist hier denn kein Ort der Gnade irgendwo? Komm schon. Goldener Pfeil. Schmiedestein. Ja. Ja, das sieht so aus wie diese, unten am Ende von Katakomben, diese Leichenäste. Als wären die lebendig geworden. Ist hier noch was? Ne. Dann gehen wir zurück. Da oben komme ich gar nicht dran, ne? Ne. Ja, ein Ort der Gnade. Ich glaube, oh, ein Malte. Ciao. Nicht jetzt. Hinsetzen. Okay. Sehr schön. Und wir haben nämlich auch einen Stufenaufstieg. Wir gehen auf die gute, altbewährte, auf den Glauben. Ne, wir gehen auf Entdeckung heilig. Wir gehen auf Stärke. Sterbebettkleid. Lionels Helm, Rüstung, Stulpen, Beinschutz. Das ist diese rundliche Rüstung. Ein bisschen wie die von... die Arme. Kennen wir den eigentlich? Eine runde Eisenrüstung am Rücken ist ein Banner befestigt, stammt von Lionel Löwenherz. Als dieser tapfere und edle Ritter Fia traf, die man auf ihrer Heimat vertrieben hatte, nahm er sie als seine Tochter an. Ach, guck mal. Ja, der hat doch auch mit den Todesprinzen verteidigt, richtig? Ah, und deswegen auch das Kleid hier. Ist er das? Hat sie ihn begleitet in den Tod? Macht ja Sinn. So, und hier ist jetzt ein Maltöter. Maske des grinsenden Mals. Ah, guck mal da. Shortcut.
Maske des grinsenden Mahls. Maske des grinsenden Mahls. Eine Maske mit langem und grauenhaft verdrehten Hörnern. Stammt eindeutig von einem Mahltöter. Erhöht eure Stärke. Das Antlitz zeigt die von Schadensfreude verzerrte Fratze eines Ältesten. Dieses Gesicht verfolgt die Male in ihren Albträumen und stammt angeblich von einem getöteten Geist. Ja, nee. Ich finde die ganze Geschichte rund um die Malgeborenen auch derart grausam, weil die auch nichts dafür können. Jetzt haben wir mehrere blöde Wege eigentlich, ne? Wir haben da oben dieses Ding, wo wir noch rauskommen müssen, wo ein Item lag. Wir haben noch gar nicht hier oben. Wo war das jetzt? Da sind wir nicht weitergegangen. Hier sind wir aber auch nicht weitergegangen. Jetzt gehe ich hier ja in die Kanalisation rein. Das ist alles ein bisschen... bisschen wild. Oah. Das ist furchtbar. Mhm. Das hat gut funktioniert. Ja, es ist schon krass. Also der Blutungsschaden haut halt raus, ne? Ich bin gespannt mit Melania und allem, wie das wird. Okay. Faden. Ah, ist noch eine Hand. Albinaurik, was machst du denn hier? Okay. Ah, klar. Es war jetzt eigentlich ungeplant, hier von der Seite zu kommen, aber... okay. Mhm. 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 Ja, Dolche... Erdenstahl-Dolch. Dolche sind zwar ganz cool, aber die bevorzugte Waffe der königlichen Familie des Erdenbaums in Friedenszeiten. Aber Dolche sind halt nichts Ganzes, nichts Halbes, ne? Da nehme ich dann lieber Einhänder. Gut. Kletter, kletter, kletter. Kletter, 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 kletter. Was? Wo bin ich denn jetzt? Wir sind direkt am Drachen dran. Was?
Mhm. Locked. Boah, genau Blutung voll, bevor der seinen Angriff triggern will. Geil. Wo bin ich denn hier? An so einem Seitenpfad. Okay. Man kann in so einen Brunnen reinklettern, das weiß ich noch. Aber uns fehlt ja jetzt noch ganz viel. Oh, es ist viel zu viel. Da unten war ich. Da haben wir das Wesen besiegt. Okay, da haben wir dieses Würmelding bekämpft. Okay, okay. Ich habe ein bisschen Orientierung gewonnen. Das hier wäre jetzt der normale Weg gewesen, ja? Ah, hier ist sogar ein Ort der Gnade. Ja, entspannt. Dann ist ja alles okay. Okay. Straßenbalkon. Wie ist das hier? Untere Hauptstadtkapelle. Da haben wir ja jetzt diesen Maltöter besiegt, ne? Okay. Jetzt sind wir wieder auf der Hauptstraße. Da waren wir jetzt noch gar nicht. Gehen wir erst da weiter? Machen wir die Hauptstraße einmal fertig, oder? Mein Gott, harte Nuss. Huh. Okay. Können wir die aufmachen einfach? Nein. Hallo? Na toll. Ja, offene Türen, das wäre zu viel verlangt, oder? Dass man einfach mal eine Tür lang gehen kann. Dann ist hier echt keines von diesen. Oh. Noch eine Seitenstraße, okay. Nein. Auch spannend, ne, dass ich einfach nur zur Seite gehen kann. Das ist wie ein Parfümeur hier. Das gibt's ja nicht. Parfümeur Sarong. Okay. Auch schon wieder eine Leiter. Ah, okay, das ist die Seitenstraße, okay. Und da geht's dann hoch. Und wo geht's hier unten jetzt hin? Mein Gott. Ah. Ah,
wir sind da unten, haben wir die Hand getötet, die große. Dann weiß ich sogar, wo wir sind ungefähr. Guck mal. Ah, Shortcut. Da haben wir den Maltöter getötet. Jetzt fehlen uns aber nur noch die beiden Items, ne? Also einmal der Typ unten der Kanalisation hinter dem Gitter. Und da, wo wir dieses Würmelding getötet haben, da war ja oben im Fenster auch noch ein Item. Was bringt uns dieser Shortcut denn jetzt? So richtig. Sehr schönes Becken hier auf jeden Fall, ja. Okay. Gehen wir mal hier die Treppe hoch. Ja, ist auf jeden Fall Richtung Earth Tree. Vor allen Dingen hat uns ja hier unsere Fingerleserin in der Tafelrundfeste gesagt, dass wir hier hingehen sollen, um den Thron zu beanspruchen. Wir machen also ja nur da... Ja, hier war die Stelle. Hier hing ich recht lange fest. Oh, schlecht. Wie schlecht kann man einen Kampf anfangen? Oh mein Gott, wie dumm. Boah, das war aber auch wieder... Mann, warum ist immer alles so knapp? Hör auf. So, und zwar geht es nämlich in dieser Richtung gar nicht weiter, sondern in dieser Richtung. Man musste aber irgendwie so komisch springen oder sowas. Das habe ich damals einfach nicht gerallt. Schotterstein. Kommt man hier nicht... Genau. Steinschwertschlüssel, okay. Und man kann jetzt auch irgendwie auf den Drachen drauf gehen und bekommt da dann eben die legendäre Waffe von... Wie hieß denn der nochmal, der Drache, der hier angegriffen hat? In die Richtung kommt nochmal so ein Würmelgegner, glaube ich. Und irgendwie kam man hier auf den Speerkammern drauf, ne? Oh, Junge, ist ein Parfümeur oder was? Aha. Ist halt sehr weitläufig, ne? Die Kanalisation fehlt noch hinten die Ecke in Richtung Berggipfel der Riesen fehlt noch. Da ist der Typ, der Flöte spielt. Den haben wir von oben schon gesehen. Okay, das sind nur normale Krieger. Soldaten. Das in gewisser Weise schockierend, dass sie einfach hier mit diesem Parfümeurszeug rumspielen.
So, weil in der Richtung geht's nicht weiter. Hier habe ich mich damals so festgelaufen und wusste nicht, hä, wo muss ich denn lang, hä? Oh, 11. Oh, 8. Okay. So, jetzt können wir hier runter. Aber dann kommen wir nicht mehr hoch, ne? So viel ist klar. Ich würde gern den hier ausschalten. Na gut, wir kommen ja wieder hoch von unten aus. So, wo bin ich jetzt hier? Ach Gott. Och nee. Ja, lauf mal durch. Jetzt kommen wir auf die große... Ja. What? Okay. Bisschen taktisch laufen. Scheiße! What? Why? Ich hab's doch gesagt. Nee. Ist verarschen oder was? Aua. Nee. Was passiert hier gerade? Geht er weg oder? What the fuck? Ich hab's euch gesagt. Ich wusste, hier kommt so einer irgendwo. Das ist gerade für ein Leck. Na gut.
Ja, Leyndell ist ein Ort der Freude und des Spaßes. Wo ist mein Schaden hin? Umso näher, desto mehr Schaden, oder was? Ich wusste, dass der noch kommt. Fürstenrune. Ja, okay, das sind sehr viele Runen. Fürstenrune. Krass. 50.000. Ich wusste es aber noch. Ich wusste es. Dann kommt der nur, wenn man von dieser Seite geht, oder was? Ist ja auch. Ich meine, hier waren wir auch noch nicht. Das macht Sinn, aber. Na gut. So, jetzt nochmal links rum und dann rechts rum. Und dann müssen wir trotzdem nochmal gucken, wie wir die beiden Gegenstände noch bekommen, die noch fehlen. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Waren wir denn hier links jetzt überall? Ich guck nochmal. Ja, da oben komme ich ja nicht hin. Okay, ja, dann waren wir hier. Kommt man von hier aus auf den Blitz oder wie war das nochmal? Oder über den Drachen? Wie geht man nochmal? Wie ging das nochmal? Da ist es. Von oben vielleicht? Hm. Okay, also hier kommt jetzt so ein Würmelgegner, richtig? Ach du Scheiße, es ist ja noch schlimmer als das. Oh Gott, ist der schnell! Oh mein Gott. Ist er noch da? Oh mein Gott! Ja, fuck it. Ich habe keine Heilung, ne? Ich habe auch keine Heilung eingestimmt. Ich bin ja auch so schlau. Ich brauche irgendwas, was heilt. Hab ich irgendein Heil-Item? Ja, wir haben so viele Runenbögen rein damit. Wow. Welch heftige Heilung. Oh Gott. Hab ich irgendwas, was heilt, was kein Runenbogen ist?
Kann ich was herstellen vielleicht? Erhöht. Verstärkt, erhöht. Nö. Ja, dann müssen wir was essen hier. Ja, aber... ist halt ein Estus, ne? Also, eine Purpurträne. Heilige Scheiße, ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Jetzt noch einer, was? Und noch ein Parfümeur. Das ist ja eine geile Kombo. Naja, aber zwei waren nur in Rotmähne, glaube ich. Okay, vielleicht weiß ich doch nicht mehr, wie der Weg war. Vorsicht vor Sackgasse. Okay, das war jetzt alles sehr offensichtlich. Hier die Wurzel, hä? Maybe. Ja, das ist der Weg. Dachte ich. Ich dachte, man muss da irgendwie rüberspringen. Jetzt weiß ich doch nicht mehr, wie es weitergeht. Das gibt's doch nicht. So. Schön. War eine tolle Erfahrung. Was ein Scheiß. Der Typ, der Löwe. So. Das nochmal. Na gut, das haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Auch wenn wir da oben jetzt erstmal nicht weiterkommen. Dann gehen wir jetzt nochmal hier lang. Ort der Gnade. Ja, es ist jetzt die Frage. Ich lasse es mal, weil wir aktuell ja keine Gegner mehr haben. Wir können ja recht entspannt hier langlaufen. Das ist die Brunne, Das ist der Brunnen in die Kanalisation, ja. Darf ich mal hier hoch? Danke. So, da war der Gargoyle. Ich versuche gerade diesen Ort zu finden, von dem aus wir uns die fehlenden Gegenstände holen können. Oder ist es einfach über den Drachen? Das wäre ja zu schlicht, oder? Es ist über den Drachen, ne? Schotterstein. Ja, Tatsache, ich glaub's nicht. Ja, das habe ich damals nicht gefunden. War jetzt aber auch eher Zufall.
Runenbogen. Wir haben immer noch keine Purpurflakons. Ich sage ich Purpurflakons. Jetzt mische ich beides zusammen. Ist ja noch schlimmer. Ein Ort der Gnade wäre halt jetzt echt geil. Wo sind wir jetzt? Okay, hier in diesem Palastbogen. Und hier ist dann der Aufzug zur Götterbrücke. Ich verstehe. Wir nähern uns dem Ziel. Ich habe gerade nicht erkannt, wohin der guckt, ne? Kralle. Was ein geiler Drache. Ah, okay. Ort der Gnade vielleicht? Hier irgendwo? Ja, sehr schön. Ja, wir haben schon ein bisschen Glück. Das schon klappt alles sehr gut gerade. Ja, so, jetzt ist die Frage. Kanalisation oder erstmal gucken wegen den Items, die noch fehlen? Macht fast am meisten Sinn. Das ist ein Gargoyle. Scheiße. Kommt man nochmal da drauf. Da müssen wir nämlich rein. Ja, wir gehen nochmal zurück. Komm, ich komme gar nicht zurück. Ich habe mich droppen lassen. Tot. Ich komme nicht zurück, oder? Nee. Ja, wir können mal gucken, ob man sich hier generell runterfallen lassen kann. Items oder so, aber nee. Okay, dann nehmen wir die Schnellreise und gehen untere Hauptstadtkapelle. Dann haben wir jetzt wieder die Flakons beisammen. Oh, der Gargoyle, da habe ich aber jetzt auch nicht so richtig Bock drauf. Der Maltöter bleibt tot, ne? Genau. So. Items. Da unten ist ein Item. Die habe ich mir für Geld gekauft. So, dann können wir jetzt die wegmachen. Die stimmen nicht mehr. Die kommen stattdessen jetzt hier hin. Ah, ungünstig. So. Dann machen wir nämlich jetzt die Kanalisation, weil da oben geht es schon recht zielstrebig weiter. So, okay, jetzt habe ich aber immer... Ach, diese Hände, ne? Jetzt habe ich aber immer noch keine Ahnung, aber Dunkelschmiedesteine, wie wir hier an dieses Item kommen. Aua. Da. Oder ging es hier noch weiter und ich habe mir das einfach noch nicht angeguckt. Ist halt schon krass, ne? Dass die Albinaurix einfach so... Ne, hier ist ja nur er. Stört mich, dass wir hier jetzt diesen Weg nicht finden. Wo war denn das nochmal? Da ist auch ein Item. Ja, Moment mal, da komme ich ja dran, oder? Hier. Erstens Oberfläche und dann Loch suchen.
Ja, nehme ich mal wörtlich. Oder ist das über den Brunnen? Ah, das kann natürlich auch schon sein. So, das Item ist aber ja dann schon auf der anderen Seite hier. Wie komme ich da denn jetzt nochmal hin? Er ist wieder da? Ach nee. Ja, dann machen wir das so, dass wir natürlich easy... Dass wir easy, wir gehen jetzt zurück. Nehmen hier die Leiter. Und dann sind wir wieder oben. Der Maltöter bleibt nicht tot. Das ist natürlich schwierig. Wie viele Runen haben wir am Anfang nochmal für einen Stufenaufstieg gebraucht? Ich weiß gar nicht mehr. So. Scheiße. Das Item ist jetzt wo nochmal? Ich meine, hier kommen wir hoch. Da. Okay, das haben wir schon mal gefunden. Cool. Oh, ist das... Ja! Geil, das ist hier, wo das Würmelding war. So, es fehlt nur noch der Typ in seiner Zelle da. Und da habe ich auch eine Theorie. Die machen ganz eklige Geräusche übrigens. Ey! Au! Junge! Einmal beißen hat der Mund. Einmal beißen hätte auch gereicht. Haben wir jetzt eigentlich zwei Brunnen oder nur einen Brunnen? Wir haben den hier. War hinten nicht noch einer? Komme ich von hier aus überhaupt hoch? War hier nicht auch noch einer? Somewhere? Nee, oder? Nee. Nee. Dann gehen wir mal den Brunnen runter. Und vielleicht finden wir da ja auch das Item. Okay. Runter. Ach, hör auf. Nächstes aber... Das ist das Item. Runenbogen, geil. Okay, dann haben wir, glaube ich, jetzt alles erkundet, außer zwei Wege, glaube ich. Einmal hier und hier. Der Weg führt uns hier hoch und hier hoch und der Weg führt uns hier rum. Und das hier sind jetzt die Kanalisationen, in denen wir ja auch dann, hier kommt schon irgendwas Tödliches, in denen wir dann auch den Dung-Eater finden. Sollten, werden, müssten. Die sind tatsächlich vergleichbar mit unseren liebsten From Software Gebieten, die dunkel sind. Oh Gott. Ich sehe auch gar nichts, ne? Hier sterben aber viele Spieler.
Mann, dieser Soundtrack, ne? Gut. Unterirdisches Reservat der Scham. Denkt dran, dass Mok und Morgoth die... Ach du Scheiße, wenn ich die schon sehe, ne? Mok und Morgoth, die beiden Kinder von... Also, Marika und Gott Frey hatten ja mehr als drei Kinder, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten die drei Kinder Godwin the Golden, das perfekte Superkind, Mok und Morgoth. Und Mok und Morgoth waren ja mit dem Mal gezeichnet und wurden unter Leyndell eingesperrt. Von denen stammen ja diese ganzen Malbabys ab, ne? Und diese Wesen da unten. Und ja, jetzt dürft ihr dreimal raten, wessen Zelle hier unten irgendwo verborgen war. Viel Schaden, wenig Schaden. Sehr wenig Schaden. Noch weniger Schaden, als ich dachte. Gar kein Schaden. Wow. Gar nicht so schlecht. Überraschenderweise. Ganz cool, wie das so runterfliegt, ne? Kannst auch eine haben, wenn du willst. Bitteschön. Hier, noch eine. Nehmt meine Flammen des grausamen Gottes. Nein, okay, die spawnen, sobald ich eine neue mache. Hör auf damit! Aber es macht auch Heiligschaden, was ja Sinn macht, weil die sind ja schon noch vom goldenen Stammbaum, ne? Ich meine, wir werden eh bald gegen die kämpfen müssen, aber wenn wir jetzt noch so ein paar so besiegen können, dann nehme ich die Chance ganz gerne mit. Du lebst noch! Fuck you! Was? Ich hab mich schon die ganze Zeit gewundert, warum ich die Runen nicht bekommen habe. Und ich dachte mir, ich hab's nur nicht mitbekommen. Nein. Ja, ein bisschen verdient. Ja, ich war auch überheblich. Ich hab gemerkt, ich hab die Runen nicht bekommen. Scheiße. Ich hab gemerkt, ich hab die Runen nicht bekommen und dachte mir so, ja, wird schon stimmen, ne? Tja, bereut. So ist richtig. Direkt die Konsequenzen. So, jetzt müssen wir durchlaufen. Mein Gott, ey. Da war aber... Ich habe einen Ort der Gnade übersehen, oder? Ich meine normalerweise, wenn man da runterkommt, ist da ein Ort der Gnade. Climb. Das ist halt richtig ärgerlich, wenn man selber merkt, der müsste noch leben. Und dann so, aber der Schaden war krass, habt ihr das gesehen? Und die werden uns da unten noch häufiger nerven. Da ist der Brunnen, genau. So, und ich meine, hier ist irgendwo ein Ort der Gnade, aber... Ist
hier nicht irgendwo... Ja, ich glaube. Ah, ich hatte ja auch einen Runenbogen aktiv, ne? Ist auch nochmal ärgerlich. Scheiße. Nein! Das ist so dumm. Ah! Es sind ja noch zwei. Sehr clever. Ach, krasse Schwerter, ne? So, ist noch einer da hinten. Man kann ja ganz gut einfach immer wieder warten, bis er mit dem Kopf wieder drin ist, ne? Ja, dann kann man auch schön... Sauber. So. Das war jetzt ein bisschen, einseitig. Ich weiß auch noch, das hier geht später auf. Das ist ein Shortcut. Das weiß ich noch. Jetzt hätte ich hier unten nur irgendwo gerne einen Ort der Gnade. Ja, perfekt. Hätte ich die Schritte schon hören, ne? Ja, hilft aber nicht. Wir müssen gegen die kämpfen können. Klar, jetzt für den Anfang ist es vielleicht okay. Aber perspektivisch gesehen müssen wir da... Müssen wir da ran. Was hier? Shortcut, okay.
Da geht's runter. Aha. Hier werden wir auch, hier werden wir auch das Chaosende freischalten. Ja, 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 ja. Ja, ja, stimmt. Da geht's auch runter. Und das ist auch ein Shortcut. Ist das nicht so? Doch, oder? Wir werden doch hier sogar das also unser Ende. Wir wollen das Chaosende haben. Da das ist, was mir noch fehlt. Also die Trophäe fehlt mir noch. Wir haben ja mehrere Enden nicht gesehen. Wir haben ja auch das Dung-Eater-Ende noch nicht gesehen. Aber werden wir wahrscheinlich auch nicht in diesem Durchlauf. Ah, schön. Rohre. Und natürlich haben wir hier auch Wichtel. Alter. Wie gemein. Waren hier nicht noch so ganz böse Krabben oder sowas? Hinter mir ist irgendwas. Oh, und vor mir auch noch. Oh, scheiße. Weiterlaufen, da ist auch noch einer. Und da ist auch noch einer. Oh mein Gott. Die machen gleich Blutungsschaden, ich muss weg. Einer ist runtergefallen. Keine Ahnung. Mhm. Von da unten. Nee, doch nicht. Aua, wer tut mir da weh? Da! Furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Okay. Hier ist auch irgendwo Krauspel, Knisper. Hm, Skarabäus. Mhm. Da ist auch ein Item. Eieieiei. Okay, vielleicht haben wir aber hier hinten ja schon den ersten Shortcut. Ich glaub's nicht, aber vielleicht. Hier oben. Doch. Das ist so ein Arsch. Okay, voll nett von dir, Mann. Ja, warum roll ich auch nach hinten, wenn ihr doch so einen Kopfüberschlag macht? Ah, das Elden Ring 1x1. Ah, ja, 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 ja. Gut, wir haben einen Shortcut. Jetzt können wir mal draußen an dem üben. Wir müssen halt gegen die klarkommen, es bringt nichts.
Junge! Ja, okay, das ging ja. Aber der ist nochmal eine andere... ein anderes Kaliber, ne? Mit seinen Millionen Malhörnern. Allein die Range schon von dem. Ich hab schon wieder die falsche Rolle gemacht. Boah, aber auch Glück. Glück, Glück, Glück. Malbeil, wusste ich's doch. Malbeil. Schatten, Köder. Oh, Junge, Junge. Malbeil. Zwischen auch so großes Krummschwert, oder? Malbeil. Krummes Großschwert, Malbeil. Dieses riesige Krummschwert mit schwerer Klinge ist eine spezielle Kriegswaffe der Mal und nutzt jedes Quäntchen roher Kraft. Das verblasste Muster der Klinge zeugt von einem üblen Fluch. Wer anderen eine Klinge verleiht, sollte sich stets auf den Tag vorbereiten, an dem er sie zurückfordert. Boah, DD. Das ist aber krasse Skalierung. Nee. Was willst du hier? Cooles Schwert. Nee. Wo kommt denn der jetzt? Überlebt man den Sprung? Easy. Ja, meine Arschlochfreunde da unten, Alter. Ich hasse sie. Wisst ihr noch in Leonia? Ich glaube nicht, dass sich unsere Beziehung noch verbessert. Wirklich, also das ist purer Hass. Scheiß Schrimps. What? Das war noch schlechter als schlecht. Ja, willkommen in der Kanalisation, ne? Oh, ne. So. Ah. Okay. Ich muss leider durchlaufen, weil ich darf nicht sterben. Meine Rühnchen. Der ist noch da. Der bleibt. Das ist natürlich doof. Okay, der bleibt inaktiv. Das ist sehr schön. Der nervt mich jetzt wieder, wie immer. Aua. Aua. Aber hier kommt er nicht hin, oder? Nee, glaube ich nicht. Glaub ich nicht. Kommt man da oben hin? Ach Mann. Ja und jetzt? Ich meine, das kann ja nicht euer Ernst sein, dass ich da jetzt hinspringen soll. What the fuck? Was? Alter, ich will nicht hier sein. Also hier ist ganz übel, weil hier... Ich versuch's einfach mal, ja? Erst die offensive Variante versuchen. Sehr eindrucksvoll.
Stirb! Oh mein Gott, ich hasse euch! Ich hasse euch! Okay. Gut, sehr souverän. Kann ich mitleben. Ja. Oh mein... Nein, ich hasse sie! Ich wusste es! Da hat er mir aber gezeigt, was er von mir hält. Krass. Einfach weg. Scheiße. Ja, okay, aber die offensive Variante ist jetzt erstmal nicht so verkehrt. Glaube ich. Oh, Junge. Ja, aber ich hab mir schon gedacht, dass das anstrengend wird hier. Ciao. Aber es war wirklich der richtige Weg, ne? Hier drauf und dann da in diesen Winkel reinspringen. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt, aber... Nee, geh mal auf Distanz, bitte. Vor allen Dingen, warum ist denn der rausgekommen? Was hat denn getriggert? Oh, no way. Alter, du bist ja so ein Arschloch. Da ist der zweite! Alter, nein. Okay, offensive Variante ist gestrichen. Heilige Scheiße, sind das Scheißgegner. Okay, was mache ich jetzt da unten? Mach mich unsichtbar. Ich schleiche. Ich schleiche. Klappt nicht. Das Schleichen ist ein Gimmick. Man kann diesem Spiel nicht schleichen. Aber der Schaden von denen, das ist ja nicht normal, oder? Muss ich Angst vor Riesenschrimps haben? Das darfst doch keinem erzählen, ey. Er hat mich gesehen. Warum hat der mich jetzt gesehen, Alter? Alter, fuck you. Fuck you. Da ist ein Loch in der Wand. Ah, da ist ein cooles Item. Aber da ist ein Loch. Ich muss das Item mitnehmen. Es geht nicht anders. Mox-Kette. Und rein hier. Rein. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, durch die Wand. Also es ist wirklich eine furchtbare Ecke. Katakomben von Laendell. Stimmt, die gab es ja auch noch. Also, es ist halt schon echt scheiße. Die sind halt echt hart. Jetzt haben wir hier zwei Wege, einen Aufzug. Ihr Kackdinger, ey. Niemand mag euch. Niemand mag euch.
Okay, also das ist die einfachere Variante. Durchlaufen und die dann schön hier irgendwie... Ich würde den auch noch gern besiegen, dann können wir da in Ruhe hinten hingehen. Nein, nicht zaubern. Jetzt kommt er nicht mehr, oder was? Komm. Hallo. Hallo. Ja. Wie effektiv ist sowas gegen die? Okay, wir müssen jetzt nur sicherstellen, dass wir hier nie wieder unten hin müssen. Wir müssen jetzt alles mitnehmen, weil hier gehen wir nie wieder hin. Also alle Items schnell einsammeln. Zack. Schön. Jetzt ist einfach noch einer hier, könnt ihr euch das vorstellen. Das war's, okay. Ich meine, der Aufzug nach oben bringt einen raus und der Aufzug nach unten bringt einen... Es gibt hier wirklich eine Katakombe, glaube ich. Mit so Geistern, die immer wieder kommen. Ist 2 Jahre her. 2 Jahre her. Wir nehmen erstmal den Aufzug nach oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich war dreimal fast tot. Hier bin ich durchgelaufen, oder? Geister. Die keine Runen bringen. Das ist schon kein gutes Zeichen. Ciao. Was ist das? Oh mein Gott! Shortcut Nummer 2. Ciao. Alles klar, okay. Wofür ist der Shortcut denn jetzt? Wenn ich in die Katakomben will, habe ich noch einen Schnellreisepunkt. Na gut. Nicht hinterfragen. So, weiter, weiter, weiter runter. Alles klar. Ciao. Nichts. Na gut. Na gut. Boah, ich weiß vor allen Dingen, dass noch so ein riesiges Rohrsystem kommt. Also mein Vorschlag, wir machen jetzt, wir sind jetzt bei 1,40, wir machen jetzt noch hier dieses Gewundel, die Katakomben machen wir noch. Und im nächsten Stream machen wir dann die Kanalisation fertig. Alter, no way. Das sind die Penner mit ihrer Todespest. Okay. Ciao.
Mhm. Ja, ja, klar. Vorsicht vor links. Okay, es könnten auch nur die gewesen sein. Keine von diesen Würmer-Dingern, ihr wisst schon. Das ist natürlich doof, ne, wenn man da nicht durchpasst. Also ich mache auch einen fairen Kampf, wenn du mich nochmal reinlässt. Ich komme nur nicht durch. Oh, das war wohl unfair von ihm. Ich bin aber auch schlecht, ne? Oh, Junge! Alter! Okay. What the fuck? Oh mein Gott! Was ist los mit denen? Okay, wir machen es mit Pfeil und Bogen, okay? Den Grab-Angriff finde ich schon echt übel, ne? Und mit diesem Nachkorrigieren, das hat es schon in sich. Och Mann, das macht es doch nicht spannender, als es ist. Meine Güte. Krass, also ich komme mit dem nicht klar. Kann aber auch sein, dass es an den Waffen liegt. Schuppentalisman des Schmelztiegels. Ich neige halt extrem dazu, nicht einzelne Angriffe zu machen. Das habe ich mit dem Reliktschwert besser gemacht. Immer schön einen Schlag weg, einen Schlag weg. Aber wir machen so wenig Schaden, das bringt gefühlt nichts, einen Schlag zu setzen. Hm. 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 Ein Talisman gefertigt aus einer Schuppe, die das Wesen verschiedener Kreaturen verkörpert. Sie wuchs angeblich vor langer Zeit auf dem Körper eines Menschen, verringert erlittenen Schaden durch kritische Treffer. Durch kritische Treffer. Okay. Ja, ist halt alles oder nichts hier, ne? Schon wieder. Ich bekomme es nicht hin, einfach nur einen Angriff zu machen. Schon wieder.
viel zu greedy einfach. Sauber, so muss das sein. Einschlag rollen, schön rollen, wenn er angreift. Krass, dass ich da so Probleme mit habe. Sind wir jetzt hier oben bei den... Ja, theoretisch, die alle weg sind. Aber hier ist kein Hebel. Oder bin ich doch woanders? Das sieht nur genauso aus. Ne, wir sind im Kreis gelaufen, richtig? War hier irgendwo der Hebel und ich habe ihn nicht gesehen? Hier ist kein Hebel. Sieht aus wie für einen Hebel, aber es ist kein Hebel da. Dann geht's hier hoch. Hier ist auch kein Hebel, obwohl das auch aussieht, als könnte hier ein Hebel sein. Mhm. Warum sind die Gegner alle wieder da? Gibt es einen spezifischen Grund, warum die Gegner wieder da sind? Ist der gerade hinterhergekommen? Hä? Okay, wir sind, glaube ich, in diesem Illusionsding, ne? Wir laufen jetzt immer im Kreis. Ich habe halt echt Angst vor denen, ne? Okay, jetzt ist der zweite nicht da. Weil er da unten ist. Okay. Was ein Arsch. Der campt einfach. So, das heißt also jetzt nochmal fürs Protokoll. Jetzt sind wir eine Ebene höher, um es mal logisch zu verstehen. Hier ist so einer, okay. Ciao. 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 Da ist jetzt irgendwo unser Maltyp da vorne, da steht er. Meine Theorie, wir müssen hier runter und zurück. Und dann haben wir hier rechts den Hebel. Wäre zu schön gewesen. Okay.
War ja so ein ganz besonders maliges Wesen, ne? Okay. Ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass wir die Gegner besiegen müssen, um die Tür zu öffnen. Unwahrscheinlich, aber es könnte auch sein. Aber es kann ja auch nicht sein. Der war ja oben so random drauf. Mhm. So, jetzt sind alle Gegner besiegt. Und ich weiß halt immer noch nicht, wo ich lang muss. Hoch voraus, ja. Springen wir nochmal runter und gehen nochmal vor und zurück, oder? Ich meine, es muss irgendwo noch was geben. Da nicht. Da oben war ich ja auch schon. Hä? Hä, es ist einfach offen. Warum ist die Tür offen? Ist das die Tür überhaupt? Ah, ich bin so verwirrt. Nee, das ist nicht die Tür.
Ja, den machen wir aber jetzt mal mit Pfeil und Bogen, ja, weil ich Angst hab. Hä, ich bin so verwirrt. Weil... Vorsicht vor Monster. Gegner versuchen. Ja. Gibt's hier gar keinen Boss oder ist das alles ein einziger Witz? Hä? Fuck you. Da dürfte mir auch nicht böse sein, wenn ich hier mit Pfeil und Bogen kämpfe. Aber das würde mich jetzt sehr wundern, wenn es hier wirklich... Es gab ja diese verschlossene Tür am Anfang. Gab es sie? Ah, ich bin selbst so verwirrt inzwischen. Ciao. Ich meine, wir haben hier auch kein Katakomben-Symbol, ne? Wir haben hier nur... fürs Reservoir. Wir haben aber auch kein Teleportieren zum Ausgang. Hä? Was ist dieser Ort? Oder ist das wirklich der geheime Weg? Nee. Okay. Vorsicht vor rechts, ja, ist klar. Ich hab gänzlich alles Logische verloren. Das ist ja nicht der finale Raum. Weil da ja auch gar kein Ausgang ist. Okay, wir haben gerade ein Problem. Ich weiß weder, wo es vorwärts geht, noch wo es rückwärts geht. Und theoretisch müssen wir doch einen Hebel finden, oder bin ich blöd?
Fahr mal hoch, bitte. Fahr mal bitte hoch. Okay. Aber dann hat sich ja das Zurückgehen geändert. Hä? Ja, ich meine ja auch, das ist dann falsch. Wie das einfach nicht der Rückweg ist. Ich google jetzt. Wir sind auch schon bei 18 Uhr. Laendale Katakomben. Was? Okay, also nochmal, wir müssen mit dem Flammenwerfer nach oben fahren. Aber mit welchem? Es gibt ja zwei, glaube ich, oder? Hier hat sich jetzt... Oh, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Warum ändert sich jetzt der Raum hier oben auch noch? Also im Guide stand, hier ist ein Gegner. Ich will es nur mal betont haben. Mhm. Und hier ist jetzt der Hebel, oder was? Tatsache.
Ich wusste doch, dass es einen Endboss geben muss. Ist das hier jetzt der Raum vom Anfang oder ist das schon wieder ein neuer? Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Wirklich gar keine. Okay, wir sind am Anfang, ja? Das heißt, ich gehe jetzt nach hinten raus und bin weg. Setzen uns hin, machen den Boss und das war's. Eieieiei. Ja, es sieht. Sehr verhinderte Sackgasse. Okay. Was? Okay, da wäre ich aber jetzt ohne Guide nicht drauf gekommen. Gut, dass ich geguckt habe. So, Nummer sicher. Wir rüsten wieder als Notfallwaffe unser Reliktschwert aus. Ja, es ist mit den zwei Schwertern, ist cool, aber. Aber wirklich gegen starke Gegner. Mit Fokus weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Zum Beispiel Melania. Da müsste man wirklich immer nur einen Angriff machen. Und dann auch die Geduld behalten, ne? Wie viele Runen haben wir? Oh, nee. 60.000. Ich habe mich irgendwie verrechnet. Scheiße. Ja, wir hauen den Punkt in... weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Geschick, Stärke. So, es gibt auch noch eine Geisterschnecke oben. Habe ich gerade auch noch im Guide gelesen. Wahrscheinlich dann auch ein Talisman, den ich noch nie genommen habe. Ich weiß es nicht. Gucken wir gleich auch nochmal schnell. Ich hoffe, der Boss ist cool. Oh, ist ja aggressiv. Krasse Kapuze auf jeden Fall. Tschüss, Eska. Jubel des Blutes. Heilige, die war sehr aggressiv. Das war merkwürdig. Jubel des Blutes. Ich dachte kurz, wir wären tot. Eieieiei. Jubel des Blutes. Jubel des Blutes. Blutverlust in der Nähe erhöht die Angriffskraft. Ein Talisman mit dem Blut, mit dem Bild des jubelnden Fürsten des Blutes, Mok. Erhöht die Angriffskraft, wenn in der Umgebung jemand Blutverlust erleidet. Opfert eurem Fürsten eure blutigen Gaben. Benutzt die Kammer meines Begleiters. Löscht den Durst des Kokons. Sein Erwachen wird die neue Dynastie erläutern. Einläuten, Entschuldigung. Gemeint ist natürlich der Leichnam von Mikela, den ja der gute Mok geklaut hat, der eigentlich im Harlekbaum in einem Kokon hing und sich jetzt im Mok-Tempel im Untergrund befindet. Da starten wir dann auch den DLC. So, jetzt sind wir zurück. Jetzt machen wir noch schnell die Geisterschnecke und dann ist gut. Schon voll spät. 2:11. Eieiei. Also zum Aufzug. Zum Aufzug. Einmal hoch. Und dann ist irgendwo ein Geheimweg. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo ist ein Geheimpfad.
So. Hier. Hier. Man hört's auch. Heilig Drachentalisman plus 1 und die Geister sind weg. Okay, also nächster Stream, nächste Aufnahme. Wir kümmern uns um die restlichen Katakomben. Wir müssen ja von oben nochmal starten. Wir waren ja auf den Rohren noch gar nicht überall und so weiter und so fort. Das wird fantastisch. Und krass, das sind dann doch Katakomben ohne Katakomben-Symbol. Und ja, wenn wir die... Wir reisen beim nächsten Mal. Und wenn wir die Katakomben geschafft haben... Ich weiß gar nicht, ob wir schon uns von den drei Fingern hier für das Chaosende berühren lassen können. Aber ich weiß auch, dass vor den drei Fingern noch ein scheiß starker Boss kommt. Aber okay, wir gucken mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wahrscheinlich werde ich heute Abend nochmal einen Stream anschmeißen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.